Na, und eine rote noch. Yay, sehr schön. Da ist wahrscheinlich nochmal eine Münzallee drin, richtig, weil hier einige kleine Sternchen drin sind, aber brauchen wir nicht, da wir voll sind. Way, 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 Yoshi! Diese Musik lädt so unglaublich zum Mitsingen ein. Okay. Zack, und wieder 100 direkt. Sehr schön. Dann haben wir immer die Hälfte im Weg ergeben. Ergeben. Geben an unseren dunkelblauen. Tief dunkelblauen. Meeres-Yoshi. Okay. Sehr schön, der Meeres-Yoshi. Wir sind total einfallsreich heute, aber egal, es klingt schön. So, yay, 90 und die 88 da, die stören mich ein bisschen. Und schon, ach, wir haben schon wieder ein Bonusspiel gewonnen. Das heißt, wir haben in der ersten Welt jetzt jedes Bonusspiel, was wir gewinnen können, gewonnen. Das ist, so viel Glück hatte ich ja noch nie. Und way, wir finden ein Mario. Und, wir nehmen die Diagonale und... What the fuck? Noch ein Mario. Oh, das macht schon mal zwei Leben. What the fuck? Noch ein Mario! Ich hab mal... es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich alle Marios entdeckt habe. Und das dann auch dann in Form eines Let's Plays. Oh mein Gott, das ist... Wow, das ist cool. Doch, definitiv, das finde ich cool. Okay, jetzt stürzen wir uns auf das letzte Level der ersten Welt. Schleimis Schloss. Ja, die Gegner haben hier unglaublich einfallsreiche Namen. Ja, er ist ein riesiger Schleimklotz, für die, die jetzt fragen. Also, welcher Name wäre naheliegender als Schleimi? Ah! Nein! Ah! Okay. Das erinnert mich an den Fail aus Level 2, den wir schon mal hatten. Gut, machen wir nochmal neu. Habe ich jetzt erst was gesagt, den Fail? Entschuldigung, sowas... Na, egal. Ja. Den Fehler, den wir im ersten Level auch schon hatten. So. Boah, im zweiten meine ich. Da bin ich auch einfach mit dem kleinen Zuckerwatte-Yoshi irgendwo runtergesprungen. Okay, komm, Meeres-Yoshi! Na, sehr schön. So, wir nehmen uns einmal so ein Feuerding mit. Ach, scheiß drauf. Nein, 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 nein! Okay, wow, super. Ich bin ein bisschen zu riskant, merke ich gerade. Egal. La 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 la. Ach, die gleich kommen... Ja, ich weiß jetzt nicht selber, was ich gerade sagen wollte. Gleich können wir ja das erste Mal die Big Boss Musik hören und die finde ich persönlich super mega ultra awesome. Für mich eine der coolsten Bosslieder überhaupt, die es so gibt in Videospielen. Die Big Boss Musik von Yoshi's Island. Back und wieder zurück. La 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 la. Na, na, komm schon und na gut, wir müssen den langen Weg nehmen und nochmal auf das Ding warten. Da oben ist es ja schon und zack. Wir machen ja alles komplett. Wir können noch einfach durchrushen. Aber nur, da habe ich schon mal was gesagt. War dieser, ist dieser Gang neu? Ich dachte, man kommt direkt hier in diesen Raum. Na gut. Und ich habe keine Eier. Scheiße. Aber ich glaube, da waren die nur... ne, hier. Sterne drin. So. Hoffe ich jetzt einfach mal, weil ich jetzt nicht nochmal zurückgehen werde. Falls ich es vergesse, dann... Habe ich ja gesagt, dann mache ich es nochmal neu. Alles. Ne? Komm, komm, komm. Hallo? Na, auf zu spritzen. Warum kommen hier keine Scheigeister raus, frage ich mich gerade. Okay. Normalerweise kommen aus dieser Scheigeister raus, um meine Eier aufzufrischen. Achso, das passiert jetzt hier, verstehe. Dieser Raum ist nämlich neu eingefügt worden. Den gab es im Super Nintendo noch nicht. Ja, komm, ich gucke jetzt einfach nach, was da oben in der Wolke drin ist. Zu es kam, ich glaube zwar nur, dass es nur Münzen. Also Münzen in diesem Fall Sterne waren. Aber man weiß es ja nicht, also probier es lieber mal vorher aus. Bevor ich dann später mir in den Arsch weise und denke, nein, das ist für die, die es gerade nicht verstanden haben, ich habe gesagt, ja, da hätte ich sofort dahin gehen können und da hätte ich das Level nicht nochmal machen müssen. Und ich habe es gewusst. Sehr schön, okay. Trotzdem gut. Vielleicht waren das ja jetzt genau die 5 Sterne, mein Headset hängt schief, waren das jetzt genau die 5 Sterne, die nur zum Ende, im Endeffekt dann hätten gefehlt. Gefehlt hätten. Semantik ist wichtig, genau. Sehr schön. Kommst du her? Ich brauch... Scheiß drauf. Ein Ei reicht. Ein Ei reicht. Vollkommen. Ja, das reicht vollkommen. Bis ich mir da meine Eier aufgefrischt habe, dann bin ich schon weg vom Fenster.
Ja, jetzt können wir so einmal im Real kämpfen, bekämpfen. Ja, hier hat er... Bam, eine Schwachstelle. Wir können ihn killen, indem wir entweder dreimal draufspringen oder indem wir einmal mit einer Boom-Stampfattacke draufjumpen. Dann ist er nämlich sofort Game Over quasi und... Tja. Zack, zack, zack. Okay, siehst du, das waren jetzt die 5 Stellen. Jetzt haben wir nämlich jetzt schon Maximum. Wow. Ich sehe... Ach nein, oder? Ah. Okay, kann ich irgendwo Eier auffrischen? Das wäre ganz cool, weil ich muss da runter hinten. Und dafür brauche ich das Rote. Ja. Nein! Aha! Da war's doch! Jetzt habe ich den Weg nochmal gehen. Nochmal gehen. Nochmal gehen. Nochmal gehen. Na! Okay, das klappt heute noch. Das klappt heute noch, auf jeden Fall. Kein Ding. Meeres-Yoshi! Okay, sehr schön. Wow. So, mein kleiner Freund. Meeres-Yoshi, spring rüber und yay. Schade, dass die Eier immer grün sind. Ich fände es cool, wenn sie wie in Yoshi's Story die Farben ihres Yoshis annehmen würden. La 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 la. La 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 la. Eigentlich müsste ich gar nicht unbedingt diese Eier holen, aber ist mir sicherer. Definitiv, da komme ich nämlich besser da oben ran. Und kommt mir noch das scheiß Baby abhanden und dann geht das Geschrei wieder los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann werde ich nämlich weinen. Nein, Mario! Gut, wir nehmen den langen Schiebeweg, warum auch nicht? Wir sind ja schließlich umständlich. Zack, bums und alles geklappt. Yay! Zack, nein, das will ich haben. Gut, war nichts. Ja, ich hätte auch einfach rüberspringen können, aber ich mag es nur mal lieber mit meinen Eiern zu schießen. Denn das ist ein tolles Erlebnis. Für Yoshi vor allem. Okay, wir haben schon alles. Dann heißt es ja jetzt eigentlich nur noch eins. Vom Boss möglichst nicht treffen lassen. Zack. Und hoch. Nein, noch nicht, warte. Und jetzt. Nein. La, 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 la. Okay. Und wir haben nur ein. Nee, zwei. Okay, ach, keine Ahnung. Wir haben wenig Eier jedenfalls, aber. Jetzt kommt erstmal die coole Intro-Musik. Ach, ich liebe die Musik. In diesem Spiel ist toll. Die lädt zum Mitsingen ein. Und das ist unser Bossgegner. Yay! Die Bosse sind immer normale Gegner, das liebe ich ja. Na, Yoshi, nervt das Babysitten nicht langsam? Also, ich kümmere mich wirklich gerne um den kleinen Wonneproppen. Okay. Er macht den Schleim groß und wir kämpfen gegen ihn, ohne möglichst Schaden zu nehmen. Und jetzt kommt Featuring, einer der besten Bosslieder, die es jemals gegeben hat. Ach, ich liebe es einfach, es ist cool. Oh yeah. Ich werde aber jetzt leider werde ich hier nicht viel davon mitkriegen, da ich ja jetzt reden muss. Also wenn ihr das Lied hören wollt, dann... dann... Ja. Sucht einfach Yoshi's Island Big Boss OST, ihr findet es. Und ja, es ist einer der so ziemlich, wenn jetzt nicht sogar der leichteste Boss in diesem Spiel ist, er ist tot. Wir haben es geschafft. Ja, das war's. Das war der Boss. Ja, die Bosse sind in Yoshi's Island jetzt nicht so die Mega-Herausforderung. Vor allem die ersten nicht. La, la, la. Wir haben den ersten Schlüssel gefunden. Da, 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 da. Meeres-Yoshi. Ihr acht, ihr habt alle Namen und ihr acht habt es geschafft. Und 100 Punkte nochmal. 2 Level ausgelassen. Also jetzt liegt es an euch. Weil ich werde jetzt eh hier Pause machen. Soll ich im nächsten Video erst mit Welt 2 bis Welt 6 weiter so machen? Oder aber soll ich, bevor ich Welt 2 anfange, erstmal hier die übrigen Level auch noch 100% machen, die ich jetzt vergessen habe. Wie ich da habe. So, wir haben jetzt einen Bonus freigeschaltet, da sieht man es da, 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 da. Aber wir haben die Bonus-Level noch nicht freigeschaltet, weil dafür haben wir zu wenig Punkte. Und jetzt, Yoshi, der kleine Hobby-Terrorist, geht ins Schloss und jagt es, BÄM, in die Luft. Zack, da war der Boss drin. Ja, war der Boss drin. Okay. Kann ich eigentlich die Welten hier noch wechseln gleich ganz normal, so wie früher? Ja, kann ich. Okay, sehr schön. Ja, ich zeige euch nochmal, was ich gerade eben da freigeschaltet habe. Bonus 1. Was bedeutet Bonus 1? Ja, wir können jetzt unendlich oft dieses Minispiel hier spielen. Kartenschnipsen. Halleluja. Und das ist ziemlich gut, weil da können wir unseren Vorrat an Sternen auffrischen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Stern finde. Oder wenn ich einen Flyguy finde, der mir nichts bringt. Eine Wolke. So, jetzt haben wir Ende. Bam. Was? Nein. Ende. Na? Ben. Okay.
So, jetzt haben wir diese Wolke und die 10 Sterne als Item, die wir in den Level einsetzen können. Außer beim Bosskampf, da geht das nicht. Okay, aber ja, das war's für heute, denke ich mal. Denke ich mal, wir machen das nächste Mal weiter mit unserem Grashüpfer Yoshi. Oder eben nicht, je nachdem, was euch lieber ist. Mir ist es persönlich egal. Also, okay, das war Yoshi's Island für heute. Bis demnächst.